Hey ho meine Lieben, erst einmal ein kurzes Vorwort zum Video. Dieses Video ist ein recht spaßiges. Ich hoffe, es treibt euch die Lachtränen in die Augen, so wie mir gestern Abend, nachdem ich den Pizzateig gemacht habe. Ich zeige das Video trotzdem, weil es war einfach ja, eine riesen Gaudi. Der Pizzateig, ich hoffe, dass er was geworden ist, das weiß ich jetzt nachher dann erst. Und ja, alles weitere im Video. Auf alle Fälle wird es sehr lustig. Filmchen ab. Hey ho meine Lieben, ja, morgen ist es soweit, da soll der Pizza-Ferrari kommen, G3 Pizza-Ferrari, naja, steht auf alle Fälle mit im Titel und ich mache mir eine schöne Pizza damit. Ja, aber heute fange ich erst einmal mit dem Teig an. Im Livestream, im Live-Chat hat mir der Matteo Rose ein ja, einfaches Rezept dafür genannt. Und das habe ich jetzt halbiert. Erst einmal ausprobieren die ganze Geschichte. Und so viel Platz habe ich auch im Kühlschrank nicht, dass ich da jetzt ewig viel Teig machen kann, um den dann über Nacht 14, 16, 18 Stunden da im Kühlschrank zu lassen, zum Gehen lassen. Aber der Pizzateig soll eine ganze Weile gehen. Optimal wären 24 Stunden. Das kriege ich aber zeitlich bedingt nicht mehr hin. Und naja, jetzt schauen wir rüber in meine kleine, aber feine Küche. Da habe ich alles für den Pizzateig hergerichtet. Und schauen wir, was es wird. Ich habe noch keine Ahnung. Attacke. Tja, dann hoffe ich, dass man das hier alles halbwegs sauber erkennen kann. Ich habe hier 200 Gramm Mehl. Und zwar habe ich hier dieses Pizzamehl von Rosenmehl genommen. Ich muss einfach mal ausprobieren. Dann 300 Milliliter Wasser. Kaltes. 25 Milliliter Öl schreibt er. Ich nehme hier jetzt einfach 2 Esslöffel von dem nativen Olivenöl extra vom Edeka. 10 Gramm Salz. Und ca. 1 Gramm Hefe. Die Hefe lösen wir jetzt hier erst einmal im Wasser auf. Und dann kommt es natürlich, ja, ich knete das nicht mit der Hand durch, in die Mumm-Küchenmaschine rein. Moment mal, andere tun noch eine Prise Zucker dazu. Zucker und Hefe, das ist, soll ich oder soll ich nicht? Nee, er hat es mir so geschickt, so geschrieben und so mache ich das jetzt. Ja, dann tun wir hier unser Wasser in die Mumm rein, in die Schüssel. Tun etwa die Hälfte von dem Mehl hinzu. Und dann fangen wir da erst einmal zum Kneten an. Kneten Stufe 1 bis 3 Maximum. Es kann sein, dass wir noch ein bisschen Mehl dann hinzufügen. Das muss ich jetzt erst einmal ausprobieren. Wenn sich das dann so ziemlich aufgelöst hat, tue ich das Salz da rein. Schön langsam das restliche Mehl. Und das Ganze lassen wir jetzt erst einmal eine Weile kneten, dass ich da eine schöne, wie sagt man, homogene Masse bildet. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich noch ein Mehl hinzukippen muss oder nicht.
Weil das erscheint mir schon noch ziemlich flüssig. Und ganz zum Schluss tun wir dann das Olivenöl dazu. Tja, und damit fangen meine Probleme schon an. Aber nichts, was man vielleicht lösen kann. Ich hau noch mal 50 Gramm Mehl dazu. Also ich glaube, das war viel zu viel Wasser. Also das Teigrezept könnt ihr gleich mal wieder vergessen. Viel zu viel Wasser, definitiv. Ich habe jetzt mit einem ganz kleinen Schluck Wasser noch mal ein bisschen Hefe angemischt. Ich weiß nicht, was passiert. Und jetzt habe ich noch mal 100 Gramm Mehl dazu. Dann bin ich bei 500 Gramm Mehl. Und ja, Salz habe ich auch noch nochmal 10 Gramm dazu. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, rein damit, Salz und Mehl. Tja, jetzt habe ich doch eine größere Menge. Naja, wenn der Pizzateig was wird, dann friere ich den halt ein. Wenn. Oh, jetzt sieht es schon eher danach aus. Und jetzt tun wir auch das Olivenöl mit rein. Jetzt tun wir 4 Esslöffel rein. Ja, und schon wird es geschmeidiger. Und nachher müssen wir den auf alle Fälle nochmal mit der Hand durchkneten. Tja Leute, es ist noch kein Pizzabäckermeister vom Himmel gefallen. Ich muss mich da jetzt mit verschiedenen Rezepten auch erst einmal rantasten. Ich brech zusammen. Also ich glaube, da drin wird das heute nichts mehr. Heraustun, aufs Brettel, mit der Hand weiter kneten. Oh mein Gott, was habe ich da für eine Menge gemacht? Ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren. Du hast zu viel Öl rein. Ja, das glaube ich auch. Und immer noch zu wenig Mehl. Ja, lacht euch nur kaputt. Habt ihr recht. Und nein, ich habe das vorher noch nie gemacht. So, jetzt hole ich mir dann die Schüssel, mache die schnell sauber und dann tue ich den in die Schüssel rein, den Teig. Und dann lassen wir den erst einmal noch circa ein Stündle, ja, so gehen. Bauen wir ein bisschen Spannung auf. Also ich falte den jetzt sozusagen immer von unten nach oben. So, ich hoffe, dass die Schüssel ausreicht, weil die kriege ich nämlich gerade so noch in den Kühlschrank ohne Probleme rein. Jetzt stellen wir die Schüssel an einem warmen Ort. Ist die ganze Wohnung. Also lassen wir sie hier stehen. Haben wir ca. 21, 22 Grad. Und
lass man gehen, deckt man noch ab mit einem sauberen Handtuch und abwarten. Tja, ein bisschen aufgegangen ist er schon. Jetzt wählen wir nochmal die Fläche ein und tun den nochmal durchkneten. Ja, der ist schon noch ganz schön klebrig. Also, das Rezept, was er da geschrieben hat in den Kommentar, in dem Live-Chat, das hat er bloß so schnell aus dem Kopf rausgeschrieben gehabt. Er hat es in den Kommentaren noch verbessert. Und ja, es war tatsächlich so, dass es viel zu viel Wasser war. Verdammt. Naja. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Teig gerettet haben, ob das morgen was wird. Wir werden sehen. Also ihr seht es, ich bin echt kein Pizzabäcker. Da muss ich mir echt noch ein paar andere Videos angucken. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich so einen Teig wirklich selber mache. Und jetzt schauen wir mal, ob das was wird. So, jetzt ziehen wir ihn immer wieder und setzen den ordentlich nochmal unter Spannung. Eigentlich könnte man den jetzt schon in Portionen einteilen und dann gehen lassen. Boah. Moment. Haha. Ich kriege sogar die Schüssel in meinen Kühlschrank rein. Und ja, gleich die Brösel. Tja. Dann werde ich den Teig jetzt aufteilen. Ich weiß noch absolut nicht, wie viel ich davon brauche. Mein Messer finde ich jetzt auch nicht. Viele Portionen das normalerweise gibt. Das war jetzt blöd. Leute, lacht euch ruhig kaputt, das ist mir wurscht, das ist in Ordnung. Ibrechtsam. Ich mähle aber sicherheitshalber die Schüssel oder die Ikea-Schale auch ein bisschen ein. Ibrechtsam hier. Ja, meine Videos sollen halt Spaß machen. Und ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. Lustig wird es ja dann erst, die Pizzas draus zu formen. Aber ja. Dann haben wir unsere vier Teiglinge. Mir wurscht. Oh weia, jetzt kriege ich wieder Schimpfe und blöde Kommentare über künstliches Gelache. Und so darf das jetzt in den Kühlschrank. Und dann bin ich ja gespannt, ob die Dinger überhaupt noch aufgehen. Okay Leute, hatte schon gesagt, dass er in den Kommentaren das Rezept nochmal richtig geschrieben hat. Doch, glaube ich, habe ich gesagt. Okay, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder.
gespannt. Oh Mann, steht das Ding schief. Mei, wie spät haben wir es mittlerweile? 10 vor 12, ey. Oh, es ist schön, wenn ich trotzdem ich alleine bin, Spaß habe und lachen kann. Ja, das funktioniert aber, glaube ich, auch bloß, wenn ich ein Video drehe. Okay, ab in den Kühlschrank und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann.